Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Capital Beat, direkt aus Brüssel, da wo nämlich das Herz Europas schlägt. Und deswegen habe ich mir heute eingeladen, Alexander Alvaro, richtig gesprochen? Allerdings. Sie sind Abgeordneter der FDP im Europäischen Parlament und dort ist auch unser Studio. Wir senden nämlich direkt hier aus Brüssel, aus dem Studio des Parlaments. Sie sind oder waren mal, was hätte ich gesagt, Sie waren mal der jüngste Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wie alt waren Sie damals? Ich war 29, als ich gewählt worden bin. Das war 2004. Und, Dann sind Sie jetzt. 35, also die Jahre ziehen ins Land. Sie sagen das schon so nach dem Motto 35. Naja, er hat auch schon graue Haare. Ja, ich glaube, das bleibt hier nicht aus am Ende. Aber na gut, ich meine, die Jahre ziehen ins Land. Warum soll das an mir vorbeigehen? Ja. Aber mit 29 so ins Parlament gewählt zu werden, ist schon was, ne? Also es war schon eine Wucht, sage ich mal. Also das ist etwas, erstens sind wir als FDP damals nicht davon ausgegangen. Deswegen gab es ja auch. Das ist ja immer so bei dieser Partei, nicht? Ja, ich meine, also die Höhen und Tiefen, in denen wir uns bewegen, ja, das sind Zyklen, aber ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht wäre es ja schön, wenn wir irgendwann mal zu einer Konstanten werden würde, aber ich glaube, dass das vielleicht schön ist, die immer, Sendung wenn man dann oben auf der Wellenspitze ist und nicht unten. So, jetzt haben wir genug gelästert über Ihre Partei. Wie gesagt, wenn man anfängt, dann kriegt man auch diese Zyklen mit und dann dabei zu bleiben ist der Punkt. Und jetzt im Europäischen Parlament, ich meine, wie gesagt, ich habe damals nicht damit gerechnet mit 29 und dann ist man hier und trifft auf Kollegen, die ganz andere Erfahrungen haben. Die waren Minister, die waren Premierminister, die wissen, das sind so alte Hasen im politischen Geschäft und da konnte man sich noch eine gute Scheibe abschneiden und auch eine Menge lernen. Mhm. Aber genauso war es auch, ich habe die Erfahrung gemacht, also die ersten Fragen waren immer, ja, für wessen Assistent ich denn wäre. Und der Platz wäre für Abgeordnete und all solche Dinge. Aber gut, mit der Zeit geht das dann. Jetzt gehen Sie schon selbstbewusst auf den Platz der Abgeordneten, ist ja klar. Oh ja. Wo sind Sie? In welchen Ausschüssen sitzen Sie? Ich bin im Haushaltsausschuss hier im Haus und dort stellvertretender Vorsitzender. Und dann bin ich im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Also wir decken in dem letzteren Ausschuss wirklich alles ab, was bei euch Grundfreiheiten, Menschenrechte, Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung auch das ungarische trifft. Pressegesetz, das derzeit ja auch. Anfang des Jahres große Wellen geschlagen hat und wahrscheinlich uns noch länger beschäftigen wird. Das wird uns sicher noch länger beschäftigen. Wir hatten in der Fraktion dazu eine Anhörung mit Vertretern aus Ungarn, mit Medienvertretern, aber gleichzeitig auch Regierungsvertretern. Und die Diskussion ging schon heiß her. Und jetzt wird die Kommission erst einmal bewerten im Lichte der europäischen Gesetzgebung, wie weit das eigentlich kompatibel ist mit europäischem Recht. Und dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Also warum dauert denn das so lange? Das zu vergleichen. Ich meine, Sie und alle anderen, die im Ausschuss sind, kennen die europäischen Gesetze. Die Ungarn kennen Sie eigentlich auch. Ja, sicher. Ja, seit 1989. Und der Ministerpräsident Orbán setzt das trotzdem durch. Ja, ich vermute, dass die Kommission, die jetzt ja auch erst kürzlich nach Jahresbeginn die Arbeit wieder aufgenommen hat, zumindest in voller Mannstärke, den juristischen Dienst, ihren juristischen Dienst einschalten wird. Und dann wird man wahrscheinlich so wasserdicht wie möglich versuchen, das sowohl im Lichte der Gesetzgebung als auch zum Beispiel der Grundrechtecharta zu prüfen. Und ich hätte ehrlich gesagt den schlechten Start, den die Ungarn da hingelegt haben, das hätten die sich auch sparen können. Da hätte man vorher vielleicht mal fragen können. Wir haben ja die Ratspräsidentschaft inne. Und ich meine, was als Konsequenz wäre, nehmen wir an, wir stellen fest, dass zum Beispiel die Pressefreiheit, Medienfreiheit in Ungarn durch dieses Gesetz eingeschränkt wird, wie wir es sonst vielleicht nur aus Weißrussland kennen. Dann bleibt ja als Konsequenz nichts anderes, in Ungarn das Stimmrecht zu entziehen. Und eine Ratspräsidentschaft ohne Stimmrecht, das ist denkbar schlecht für die Union. Aber bis das ausdiskutiert ist, haben die Polen schon wieder die Präsidentschaft. Ich hoffe mal, dass das schneller geht. Also das wird Juli. Rückwirkend. Ne? Ja, das kann nicht sein. Also sind die Polen nicht? Genau, sind die Polen sind die Nächsten. Aber ist es schon wieder das vorbei. Kann nicht sein. Also das muss definitiv noch vor Ende Februar geklärt sein. Also das ist sicher. Also Sie sorgen dafür. Sie sind im Ausschuss. Ja, wir arbeiten da mit dran, aber wie gesagt, die Kommission prüft es. Wir können natürlich auch so ein Verfahren anstrengen als Haus, brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Dazu brauchen wir die Konservativen. Wird nicht gehen. Ist die Frage, ob sie da wirklich mal ein bisschen, wie soll ich... Aber das wäre doch die erste Bewährungsprobe. Wir haben bei der Euro-Krise gesagt, warum schmeißen wir die Griechen nicht raus? Nicht wir haben das gesagt, aber bestimmte Zeitungen haben geschrieben, wir schmeißen die Griechen doch raus. Ja. So, die sind ein freiwilliger Bund, sie sind nicht rausgegangen, sie sind auch nicht rausgeschmissen worden. Nee.
Ja, und jetzt bei Ungarn haben wir dasselbe, da sagt man auch Stimmrecht entziehen. Und dann wird geredet und geredet und geredet. Ja, aber das ist letzten Endes auch Europa. Also Europa versucht schon, ich meine, wir müssen ja überlegen, 27 an einem Tisch, dann versucht man zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen. Freiwillig. Aber man versucht zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen und auch dann zu einer Position. Und das dauert natürlich auch länger als wahrscheinlich, wenn wir beide hier sitzen würden. Wir können uns auch vielleicht schnell auf Dinge einigen. Aber dann kommen verschiedene Mentalitäten dazu, Erwartungen. Ja, auch das ist in Europa Gott sei Dank nicht der Fall. Wobei, wie gesagt, also solche Mediengesetze wie in Ungarn, die erinnern an Zeiten, die wir eigentlich überwunden geglaubt haben in Europa. Und freie Medien sind Basis jeder Demokratie. Ob mir das als Politiker immer gefällt, was geschrieben wird, ist ja zweitrangig. Haben Sie ungarisches Blut in den Adern? Nee. Weil Alvero klingt ja auch nicht so ganz so. Nee, da müsste man schon einige Brücken bauen. Also das ist portugiesisch und also das Alvaro kommt aus Portugal. Und andere Teile der Familie sind französisch und ich bin wahrscheinlich aus Zufall in Deutschland geboren worden. Das ist, aber deswegen überzeugte Europäer. Auch das unter anderem. Ich bin dann ja auch aus Deutschland, beziehungsweise meine Eltern sind, als ich klein war, mit mir aus Deutschland ausgezogen. Wir sind beruflich, beziehungsweise mein Vater musste beruflich nach Australien. Dann ging es, als ich 8 war, zurück nach Deutschland und dann sieht man Europa auch aus einem ganz anderen Blick und gleichzeitig sieht man viele verschiedene Staaten, die zusammenarbeiten und heute stellt sich die Frage, zumindest für mich, wie werden wir weiterhin zusammenarbeiten? Mhm. Also schaffen wir es, gemeinsame Grundlagen zu haben? Wird all diese Krisen, die zur Bewährung beitragen sollen, werden die wirklich irgendwann mal in eine Bewährung resultieren oder versuchen wir einfach nur weiterzumachen, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ja, Euro-Krise hat man ja so einen Eindruck, nicht? Ist vorbei, ist alles, ach, war doch alles gar nichts. 850 Milliarden. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, nee, ernsthaft, das ist... Normalerweise frage ich immer, wie viele Nullen sind denn da bei 850, stelle ich Ihnen aber nicht. Nee, das ist auch so eine Stange Geld, das kann ich mir kaum vorstellen. Also, wie viel ist die Krise denn vorbei? Nein. Ich halte das auch für absurd, so zu tun, als wäre sie das. Und deswegen ist es auch ärgerlich für viele hier im Haus, mich eingeschlossen, dass sich Mitgliedstaaten so verhalten, als wäre sie vorbei. Mhm. Nämlich, dass man im Mai noch gesagt hat, wir haben in den Abgrund geschaut und das Ende des Euros ist nah und wir müssen Griechenland und wenn möglich auch den Rest der Welt retten. Und das machen wir jetzt mit diesem Rettungsschirm und gleichzeitig müssen wir unsere Wirtschaftspolitik verstärkt koordinieren und wir müssen sehen, dass wir aus der Währungsunion eine Wirtschaftsunion machen und. Mit zunehmend gefühltem Abnehmen der Krise ist auch die Bereitschaft abgenommen, tatsächlich solche Schritte zu machen. Was brauchen wir denn, solche Krisen zu vermeiden? Wir brauchen schon eine klassische Wirtschaftsunion. Wir können nicht, ich meine, das ist ja auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, was neu wäre. Das ist ja sogar zur Zeit der Schaffung des Euros, hat man es gesagt, dass Ralf Dahrendorf zum Beispiel, dass wenn der Euro nur von einer Währungsunion getragen wird, ohne wirtschaftliches Fundament er nicht überleben wird. Und genau das sehen wir jetzt eben. Aber die haben doch damals immer gesagt, wenn wir die Währungsunion schaffen, dann kommt das andere ja ganz automatisch. Ja, schön wäre es. Aber ich meine, haben sie alle gedacht. Ja, ich fürchte, man hat es sich gewünscht. Und man hat es sich gedacht, aber Politik, das reicht ja nicht aus Wünschen, da muss ja auch was gemacht werden. Und was gemacht werden müsste, und das wird zum Beispiel auch für mich oder beziehungsweise für meine Partei auch ein schmerzhafter Gedankenprozess sein, Wirtschaftsunion bedeutet auch eine Koordinierung teilweise von Arbeitsmarktpolitiken, von Steuerpolitiken, von Sozialpolitiken, um ähnliche Ausgangssituationen zu schaffen. Es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel wir in Frankreich eine 35-Stunden-Woche haben, während in Deutschland sich die Arbeitnehmer den Buckel krumm schuften, während in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Griechenland, mit Mitte 50 ungefähr mal in Rente gehen kann, während bei uns diskutiert wird, bis 67 zu arbeiten. Sind Sie nicht in der FDP? Das durchaus. Sie reden ein bisschen anders jetzt. Ja, ich glaube, man muss auch dazulernen. Und vielleicht bin ich auch eine andere Generation innerhalb der FDP, es kann durchaus sein. Vielleicht hat mich Brüssel auch so weit geprägt zu sagen, nicht nur in politischen oder in Regierungskonstellationen zu denken, sondern sich aus der Summe der Vorschläge, die es gibt, auch das Sinnvolle rauszusuchen, da was draus zu machen. Und da, glaube ich, müssen wir einfach umdenken. Ich habe eine Vision. Alle Ihre Jungen, Sie waren der jüngste Abgeordnete, sind wahrscheinlich noch immer einer der jüngsten im Parlament. Ja. Tun Sie sich doch mal alle zusammen und entwerfen mal ein neues Europa, so wie Sie es gerade skizziert haben. Stellen Sie sich vor, genau daran arbeiten wir. Also das ist jetzt... Ja, nicht zu lange mehr. Wir haben das nicht, es ist eigentlich ganz gut und auch Ihre Zuschauer werden uns glauben, dass wir das nicht abgesprochen haben. Aber ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren damit angefangen, einen Kreis, sogenannten EU40, zu gründen. Das ist Europeans oder Europäer unter 40. Achso, ich dachte, bis 40 wollen sich Zeit lassen. Das sind die Abgeordnetenkollegen. Wir haben inzwischen Vereinsstatus. Und das sind halt hier die Kollegen im Haus, die unter 40 sind, fraktionsübergreifend. Und genau das sind eben die Fragen. Was ist in
10 Jahren für unsere Generation wichtig. Wie soll ein Europa ausschauen? Mindestlöhne auch? Halte ich jetzt, ich bin kein Ökonom, aber ich sehe dafür keinen Bedarf, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch wir haben ja in Deutschland die Diskussion gehabt und da sehe ich jetzt, zumindest aus den Papieren, die ich gelesen habe, kein eindeutiges ökonomisches Argument zu sagen, ja oder nein. Also ja. Das ist, glaube ich, und das hilft uns nicht weiter, wahrscheinlich eher eine Glaubensfrage. Aber Sie sind zumindest ein Stück sozialer, als die heutige FDP das ist. Das kann man ja schon mal so sagen. Sie haben ja gesagt, in Europa sieht man vielleicht die Dinge ein bisschen anders. Ja, ich weiß es nicht. Das überlasse ich Dritten dann zu urteilen. Ja, ich bin ja ein Dritter, ich sage das mal so. Ja, okay. Ja? Also ich persönlich halte das schon für wichtig. Das ist eine Dimension, die man nicht aus dem Auge verlieren kann. Also wie sieht Europa der EU 40 aus, 40er aus? Sagen wir mal 2020. Ich glaube, wir können... In 2020 ist vielleicht zu früh, aber ich glaube, wir können ehrlich genug sein zu sagen, dass wir irgendwann mal, außer die Mitgliedstaaten entscheiden sich genau dagegen zu schauen, sich zurückzuentwickeln, dass wir in einem Bundesstaat enden werden. Und ich weiß auch nicht, warum man sich vielfach scheut, das, was auf dem Tisch liegt, was in den Verträgen, das ist ja quasi in der DNA des Lissabonner Vertrags mit angelegt, dass wir uns in Richtung Bundesstaat bewegen. Er sträubt sich aber alles dagegen, weil man natürlich sagt, der Bundesstaat ist die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich ist schon kein Bundesstaat mehr und de Gaulle hat immer dagegen gesprochen und Adenauer wollte es auch nicht. Ihre Version ist das, sagen wir mal 2100. Also wir gehen in die Richtung, vielleicht sogar 2050, aber wir gehen ja durchaus in die Richtung. Es wird diskutiert zum Beispiel, die nationalen Armeen so weit zu koordinieren in Europa, dass man zum Beispiel das Beste jeder Armee eines Mitgliedstaates zusammenfasst, um eine Art europäische Armee zu haben. Wir diskutieren, wir haben eine europäische Bankenaufsicht, wir reden über Steuern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass EU40 das schafft. Und ich muss sagen, ja, und wenn Sie das beibehalten, diesen jugendlichen Drive, dann wird Europa vielleicht ja doch ein Bundesstaat. Ob das alle wollen, ist eine andere Geschichte. Aber es ist zumindest schon ganz gut. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Alvero, dass wir uns heute über das Thema Europa der Zukunft unterhalten haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie es nachlesen wollen, bitte entweder auf unserer Seite www.capital-beat.de oder www.european-circle.de. Sie werden dann immer jeweils dorthin geleitet. Ich bedanke mich für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüss.